Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen BAFMO-Video. Freunde, in der heutigen Rubrik geht es um die BAFMO M Special Gebrauchtwagen-Tipps. Das heutige Fahrzeug, welches sie behandeln, ist der beliebte 1er M Coupé der Baureihe E82. Doch zuvor nur schnell ein kleiner Hinweis. Auf unserem Zweitkanal Boxengasse laden wir mehrmals die Woche die Highlights aus den Livestreams hoch. Wäre cool, wenn ihr dort mal vorbeischaut und auch gerne im wöchentlichen Livestream auf www.bafmo.tv. Also Freunde, los geht's! Du hast keine Lust, ewig Preise für deine Kfz-Teile auf allen Portalen selbst zu vergleichen? Dann schau bei autoteile-markt.de vorbei. autoteile-markt.de ist eine Preisvergleichsseite mit einem großen Netzwerk aus zertifizierten und geprüften Händlern und findet immer den für dich besten Preis für deine Neu- und Gebrauchteile. Somit kannst du schnell und unkompliziert bare Münze sparen. Einen Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schau jetzt bei autoteile-markt.de vorbei. Dein Preisvergleichsportal im Internet. Fangen wir mit den allgemeinen Fahrzeugdaten an. Wie ihr schon im Intro gehört habt, heißt die M-Version der 1er Baureihe 1er M Coupé und nicht, wie es sich vielleicht sonst angeboten hätte, M1. Dies hat den Grund, dass BMW nicht dieselbe Nomenklatur nutzen wollte, wie beim historischen und einzigen Supersportwagen von BMW, dem E26 Ende der 70er, Anfang der 80er. Das 1er M Coupé wurde nur in der kurzen Zeit von Mai 2011 bis September 2012 insgesamt 6.331 Mal gebaut und gehört deshalb mit zu den seltensten M-Modellen der Neuzeit. Zum Vergleich: Der M3 der E90er Baureihe wurde in drei verschiedenen Karosserievarianten insgesamt ca. 66.000 Mal gebaut. Das ist etwas über das Zehnfache gegenüber dem 1er M Coupé. Sogar der schon als selten angesehene E30 M3 wurde schätzungsweise etwas über 17.000 Mal gebaut. Damit reiht sich der 1er M Coupé bei der Seltenheit deutlich über die normalen M-Modelle ein und damit schon fast auf dem Niveau eines sonst limitierten Sondermodells. Neben der veränderten Motorisierung setzte man beim 1er M Coupé auch auf eine andere Fahrwerksabstimmung durch ein Sportfahrwerk mit reduziertem Gewicht, einem mechanischen Sperrdifferential, welches variabel bis zu 100% sperren konnte, eine deutlich stärkere Bremsanlage und eine breitere Spur von 40 mm an der Vorder- und 60 mm an der Hinterachse. Die Verbreiterung resultierte auch in einer verbreiterten Karosserie und damit einhergehenden passenden verbreiterten Stoßstangen. Motor und Preis. Beim 1er M Coupé gab es nur einen Motor, nämlich den N54 B30. Zuschauer, die sich unser Was ist eigentlich Vanos Video angeschaut haben, bemerken jetzt sicherlich sofort, dass hier etwas besonders ist, denn es ist ein M-Fahrzeug, das keinen S-Motorcode hat. Wer mit dem Motorcodes nichts anfangen kann, findet unser Techtime-Video dazu in der Beschreibung. Dort erklären wir in der ersten Hälfte, wie sich die Motorcodes zusammensetzen und wofür diese stehen. Der Motor beim 1er M ist keine eigene Entwicklung der M GmbH, sondern der bereits bekannte Motor aus dem 135i, welcher von der M GmbH nur etwas modifiziert wurde. Wir haben eine Leistung von 340 PS bei 5900 Umdrehungen die Minute und 450 Newtonmeter Drehmoment im Bereich von 1500 bis 4500 Umdrehungen die Minute. Im Overboost sind es sogar bis zu 500 Newtonmeter Drehmoment. Beim BAFMO Leistungsindex erreicht das 1er M Coupé damit einen Wert von satten 102 und im Overboost sogar bis zu 114. Hier noch der Vergleich mit anderen M-Modellen, damit ihr ungefähr einen Richtwert habt, wo sich der 1er einreiht. Mit einem kombinierten Verbrauch von 9,6 Litern auf 100 Kilometern laut Herstellerangabe erreicht der 1er einen BAFMO Eco-Index von 4,8. Die Preise beim 1er M Coupé sind aufgrund der so geringen Stückzahl natürlich nicht gerade etwas für den kleinen Geldbeutel. Wenn man hier einen Blick auf den Fahrzeugmarkt wirft, sieht man, dass sich der 1er M je nach Ausstattung und Laufleistung im Bereich von 42.000 bis 85.000 Geld einordnet im zweiten Quartal 2021. Wenn man den Markt auf längere Zeit beobachtet, bemerkt man auch, dass der 1er M von Jahr zu Jahr teurer wird. Und auch unter Kennern bekannt dafür ist, eine absolute Wertanlage zu sein, denn die geringe Stückzahl gepaart mit den vielen Alleinstellungsmerkmalen machen dieses Fahrzeug auch für die Zukunft zu einer wahren Goldader und besonders für Sammler seltener Fahrzeuge ist das 1er M Coupé eine fast sichere Langzeitinvestition.
Allein wie sich der Wert auf dem Gebrauchtwagenmarkt verhält, spricht Bände. Das Fahrzeug hat neu ca. 50.500 Geld in der Basis gekostet und liegt nun gebraucht nach etlichen Jahren im Straßenverkehr immer noch auf dem gleichen Niveau oder sogar weit darüber. Natürlich darf man die hohen Unterhaltskosten nicht aus dem Auge verlieren, denn diese sind trotzdem vollkommen auf M-Niveau. Probleme der Baureihe. Viele der gebrauchten 1er M-Coupé-Modelle sind äußerst gepflegt, da dies kein typisches Fahrzeug ist, welche der ein oder andere Besitzer auch mal gehen lässt. Meist sind die Besitzer hier eher wahre Liebhaber, doch auch hier gibt es natürlich Ausnahmen. Auch ein Liebhaberfahrzeug ist selbstverständlich nicht immer fehler- oder mängelfrei. Dazu sollte man bedenken, dass diese Fahrzeuge natürlich auch nicht gerade super schonend bewegt werden, denn man fährt einen 1er M-Coupé nicht, um damit Benzin zu sparen. Somit sollten natürlich die typischen Verschleißteile wie sämtliche Achs- und Fahrwerksteile auf Risse, Knacken, Knarzen und ähnliche Abnormalitäten geprüft werden, denn diese werden beim Kurvenjagen besonders in Mitleidenschaft gezogen. Achtet hier auch bei der Probefahrt darauf, ob das Fahrzeug zur Seite zieht, ob schlagende Geräusche bei normaler Fahrt wahrzunehmen sind, die schon deutlich über die als normal einzustufende Härte des Fahrwerks hinausgehen, ob das Lenkrad vibriert und natürlich auch auf den allgemeinen Zustand des Fahrzeuges. Die Elektronikprobleme sind identisch mit denen der anderen 1er Modelle, denn auch bei aller Seltenheit ist es natürlich technisch gesehen weiterhin ein 1er BMW der E82 Baureihe. Achtet also beispielsweise auch darauf, ob das Infotainment-System ruckelfrei funktioniert, da dieses sich gerne mal aufhängt, besonders bei heißen Temperaturen. Achtet beim 1er M-Coupé noch stärker darauf, ob die Papiere alle vollständig sind. Jede Rechnung, jeder Reparaturnachweis und sonstige Unterlagen können beim späteren Wertverlauf Gold wert sein. Doch fehlen diese leider bei gebrauchten Fahrzeugen oftmals. Habt auch ein Auge auf Steinschläge an der Front und an den hinteren Seitenteilen, denn durch die typische Fahrweise und die breitere Spur kann es hier vermehrt zu Steinschlägen kommen. Ausstattung. Bei der Ausstattung gibt es tatsächlich nicht viel zu sagen, da es bei der Ausstattung kaum Unterschiede zum normalen 1er gibt. Der größte Unterschied ist wohl, dass sämtliche sportlichen Ausstattungen serienmäßig waren, welche es bei den Nicht-M-Varianten nur teuer gegen Aufpreis erhältlich gab. Wie zum Beispiel Sportsitze, 19 Zoll Leichtmetallfelgen mit Mischbereifung und so weiter. Dies sollte einen allerdings auch nicht wundern bei einem M-Modell. Besonderheit hier ist sogar, dass es einige Modelle auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt, die nur die absolute Basisausstattung haben, um Gewicht zu sparen, da die Erstkunden des 1er M-Coupé oftmals nicht Otto-Normalkunden waren, die das Fahrzeug immer täglich zum Pendeln bewegen wollten, sondern speziell für den sportlichen Charakter gekauft haben. Alternativen. Alternativen für das 1er M-Coupé gibt es tatsächlich fast keine direkt vergleichbaren. Nur wenige Hersteller haben sich in das Revier eines kleinen Fahrzeuges mit starkem Frontmotor und Heckantrieb getraut. Natürlich gab es ähnliche Angebote anhand des Audi TTRS oder des später veröffentlichten Mercedes A45 AMG, doch haben diese ein ganz anderes Konzept aufgrund des quer eingebauten Frontmotors und Allradantriebes. Der einzige wirklich vergleichbare Wagen wäre der Nissan 370Z als Nismo, da dieser ebenfalls einen längs eingebauten Frontmotor mit Heckantrieb besitzt, der von Nismo sportlich modifiziert wurde. Hier haben wir als Vergleich etwas mehr PS mit 344, aber dafür deutlich weniger Drehmoment mit 371 Newtonmeter. Dies liegt daran, dass der Nissan zwar mit 3,7 Litern mehr Hubraum, aber dafür keine Aufladung verfügt. Der Anschaffungspreis liegt beim 370Z auch deutlich unter dem eines 1er M-Coupés. Doch ist hier auch kein allzu hoher Wertzuwachs zu erwarten, wie es beim 1er der Fall ist, auch wenn der 370Z Nismo wahrscheinlich das letzte Z-Modell seiner Art war. So Freunde, das war's mit dem BAVMO-Video für heute. Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und würden uns über einen Daumen hoch freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es jetzt kostenlos tun. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, denn nur so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Wenn ihr live mit uns über Gebrauchtwagen und alle weiteren Fahrzeugthemen philosophieren wollt, dann vergesst auch nicht bei Twitch unter www.bavmo.tv zu folgen oder die Highlights auf unserem Zweitkanal Boxengasse anzuschauen. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, viel Spaß mit eurem neuen Gebrauchten, eure BAVMO Crew.